Seid gegrüßt, meine Lieben, das Rad der Zeit berauschten. Ich bin's wieder, euer Peter. Ja, endlich geht es weiter. 1. September, die ersten 3 Folgen der 2. Staffel von Wheel of Time sind draußen. Und ich möchte vom Herzen sich so dermaßen mit euch darüber austauschen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Spoilerfrei, so im großen allgemeinen Setbuilding und wie ich sozusagen auch die Visualität finde und auch die schauspielerische Leistung. Ganz grob die Geschichte und dann voll rein in die einzelne Szenenbesprechung. Deswegen jetzt Folge 1, ein Vorgeschmack der Einsamkeit, meine Lieben, tauchen wir ein. Nun, das Wichtigste vorweg. Um die 2. Staffel und die ersten Folgen genießen zu können, und ja, ich war und bin Kritiker der 1. Staffel. Einige Szenen haben mich damals berührt und haben mir sehr gut gefallen. Aber im Groben und Ganzen war das alles viel zu gehetzt, viel zu viel. Ich konnte den Figuren nicht gänzlich folgen, wie es vor allem auch das Finale Corona geschuldet hin oder her. In einigen Jahren werden wir uns dran nicht mehr erinnern, ist einfach Kacke gewesen. Figuren verhalten sich nicht so wie in den Büchern, auch das gesamte Setting. Es ist keine adäquate Adaption von Robert Jordans Mammutwerk. Es ist inspired by. Es ist schön, es ist homöopathisch runtergekocht. Und wenn man das akzeptiert, kann man jetzt in der 2. Staffel Motive finden und auch Gefühle, die an die Bücher erinnern und auch 1:1 angelehnt sind. Ja, für die Nicht-Buchkenner bleibt es für mich spannend, also für den normalen Serienzuschauer, ob er überhaupt der Handlung und der Geschichte folgen kann. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe schon in der 1. Staffel gemerkt, es gibt die reinen Serienzuschauer, die einfach lost sind. Und ich glaube, das wird sich jetzt in der 2. Staffel einfach verstärken. Da sind Buchleser klar im Vorteil. Das Buchwissen rettet bewusst und unterbewusst einige Logiklöcher, verwirrt aber auch stellenweise, und das werde ich ansprechen. So, wo befinden wir uns jetzt in der 2. Staffel? Wir sind 6 Monate nach den Ereignissen vom Auge der Welt. Also knapp ein halbes Jahr ist vergangen. Die Kalenderrechnung in Wheel of Time ist ein bisschen anders. Deswegen diese 6 Monate. Moraine ist mit Lan bei Verin und Adaleas. Eine Abwandlung zu den Büchern, die ich aber gut finde. Und recherchiert dort so vor sich hin. Wir haben Egwene und Nynaeve auf der Weißen Burg, die ausgebildet werden zu Aes Sedai. Und wir haben Perrin und Loial, der den Dolchstoß aus Shadaloggoth überlebt hat, auf der Jagd nach Penfain und den Horn von Valeria. So viel zu diesen 3 Handlungssträngen dieser 1. Folge, die mir außerordentlich gut gefallen hat. Vorweg, und ich werde es versuchen zu begründen, war es für mich eine 8/10. Ja, ich bin zufrieden, weil ich auch erkannt habe, dass diese 2. Staffel im Besonderen theatralisch ist, kulissenhaft, auch wenn die Kulissen Bombe sind. Die Figuren sind eher wirklich wie Theaterdarsteller. Und Kate Fleetwood als Liandrin, die mich in der 1. Staffel gestört hat, weil sie over the top gespielt hat, macht weiter so. Und mir gefällt es. Ich finde Kate Fleetwood als Liandrin Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Wirklich jetzt ne Mark Rutherford als Perrin. Zucker. Wir haben den neuen Darsteller Donald Flynn als Matt in der 1. Folge sehr gut gelungen. Wir haben natürlich Rosamund Pike als Moraine auch gut, wobei ich sehr kritisch mit der Drehbuchentscheidung auch in der 1. Folge mit ihr bin. Sonst sieht die 1. Folge bombastisch aus. Bombastisch im Vergleich zu der 1. Staffel, nicht im Vergleich zu HBO-Serien. Nein, es wirkt immer noch serial, fernsehhaft. Ich gehe damit d'accord. Um diese Theatralik besser zu beschreiben, ist, die Serie erinnert jetzt ein bisschen an Staffel 7 und 8 von Game of Thrones, bezogen auf das Pacing und auf Raum- und Zeitverhältnis. Das heißt, Figuren sind im einen Augenblick am Ort A,
in der nächsten Szene schon an Ort B. Das heißt, Raum und Zeit spielt hier überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir haben eine komprimierte Handlung, so dass das Zeitgefühl verloren geht. Genauso wie manche Figurenentscheidungen funktionieren in der Szene, wenn man aber anfängt zu hinterfragen, dass doch was anders möglich gewesen wäre, dass es realistischer gewesen wäre, anders zu handeln, dann funktioniert es nicht. Dieses Hinterfragen macht dann das Sehvergnügen kaputt. Aktuell, und das sag ich, der wirklich alles so hier und da auseinander nimmt. Für mich funktioniert es, weil ich aktuell auch die Bücher lese. Ich bin Ende Buch 12. Ich bin im Strudel der Emotionalität. Deswegen bin ich glücklich. Die Darstellung der einen Macht, der Machtstränge, also die Magie dieser Welt. Ich finde, besser kann man es nicht lösen. Das Setbuilding, die Außenaufnahmen im Tageslicht. Meine Lieben, ich bin hin und weg. Ich bin drin in dieser Welt, was ich nach der ersten Staffel nicht gedacht hätte. Und jetzt tauchen wir tiefer in die Szenenbeschreibung ein. Die folgenden Ausführungen beinhalten selbstverständlich Spoiler zur Das Rad der Zeit Serie von Amazon. Auch sind sanfte Spoiler zur Buchvorlage von Orbit Jordan enthalten. Doch sie sind sanft wie eine kuschelige Gruppe Schmusekatzen, die andere doch als gefressige Löwen empfinden können. Schauen, hören, auf eigene Gefahr. Jetzt unter uns. Hättet ihr gedacht, dass ich so berauscht bin jetzt von der zweiten Staffel? Also ich selber nicht. Und ja, es gibt Kritisches anzumerken. Wirklich, ich kann das zerpflücken und richtig der Serie Pfeffer geben. Aber es wirkt sich nicht so schwerwiegend aus, wie ich die Serie wahrnehme, wie sie sich emotional adaptieren kann, so für mich übernehmen kann und sagen, ja, ich spüre das, das funktioniert, denn die schauspielerische Leistung ist sehr gut. Aber wie bewertet ihr schauspielerische Leistung? Ich? Überzeugt mich die Mimik, überzeugen mich die Dialoge, überzeugt mich das Setting, ist diese Figur glaubwürdig? An einigen Stellen funktioniert es nicht, wenn man anfängt zu hinterfragen. Aber so im Augenblick des Genusses tut es für mich. Deswegen tauchen wir ein in die drei Handlungsstränge dieser Folge und ich lasse den Cold Opener mit dem verlorenen Ishamael außen vor. Wirklich, das führt zu nichts für Serienzuschauer, die die Bücher nicht kennen, wie ich finde. Es funktioniert vielleicht nur auf zwei, drei Ebenen, diese Szene, um doch das kurz anzureißen. Die Szene dient, uns zu zeigen, dass es nicht der dunkle König war, der am Ende der ersten Staffel besiegt oder befreit worden ist. Es ist ein Verlorener, ein Diener des dunklen Königs gewesen. Also Funktion Nummer 1. Funktion Nummer 2, es zeigt uns, dass in vielen Fraktionen es Schattenfreunde gibt, die den Bösen dienen. Bei den Shianaran, bei den Shaun Shan, die wir als normaler Serienzuschauer in der Form noch nicht kennen, sondern vielleicht uns ahnen, dass es die auf den Schiffen in der finale Folge gewesen sind mit der riesen Tsunami-Welle. Wir haben Schattenfreunde bei den Weißmänteln, also bei den Kindern des Lichts. Wir haben sogar Schattenfreunde, und das ist buchadäquat, bei den Tuatha'an. Das kleine Mädchen rennt ja rein und sagt Mama, Mama. Und das ist eine Kesselflickerin, die auch eine Schattenfreundin scheinbar ist. Deswegen, das ist alles schön und gut. Verwirrend finde ich die Siegel, die draußen im Hof stehen, und dass das kleine Mädchen mit dem Trollock kuscheln will, ist theatralisch, weil wir begegnen diesem Mädchen später in dieser Folge, beziehungsweise als Rückblick bei Perrin, und dazu komme ich gleich, damit werde ich beginnen, und ihre Familie wurde scheinbar abgeschlachtet und jetzt spielt sie darum. Das fand ich so ein bisschen strange, wir sehen ja Pad & Fane, deswegen lassen wir diese Szene außen vor. Ich habe mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Beginnen wir mit Perrin. Einfach um zu zeigen, was mir persönlich wichtig ist, wenn ich Serien und Filme schaue. Der Mann hat eine Mission. Er ist auf der Jagd und wird von Rache getrieben. Das kann ich begreifen, das kann ich gut oder schlecht finden. Ich spüre seinen Zorn auf Pad & Fane. Er will ihn unbedingt in die Finger bekommen. Und das finde ich gut und ich will wissen, ob er es schafft. Versteht ihr, ich kann jetzt mit ihm mitfiebern und seine Motive greifen und verstehen. Das funktioniert.
Wir haben Loyal, der ihn begleitet, und hier wieder die Theatralik dieser Serie. Es wird nicht kommentiert, wie Loyal den Dolchstoß von Patton Fane überlebt hat. Es ist einfach so, es wird nicht kommentiert. Kann man kritisieren, kann man aber auch akzeptieren, indem man sagt, naja, besser nicht versuchen zu erklären, sondern einfach geschehen lassen. Und das wird an vielen Stellen einfach passieren, dass wir Zuschauer versuchen, der Serie etwas anzudichten, was sie einfach nicht ist. Und das kann zu inneren Spannungen führen. Ich bin mir dessen bewusst, mir fällt es auf und Gott sei Dank kann ich es diesmal abstellen. Wow, ich bin immer noch überrascht. Und wir haben Uno und Lord Inkta und Uno mit seiner Spitzenzunge mega gut. Wir treffen auf dem Perrin-Handlungsstrang endlich die Figur Elias. Serienzuschauer kennen ihn natürlich noch nicht. Die Buchleser sind klar im Vorteil. Einen Schnüffler, einen Wolfsbruder mit den gleichen Fähigkeiten wie Perrin. Und das merken wir schon. Perrin bekommt hier ein Fähigkeiten-Upgrade im Vergleich zu den Büchern. Gefällt mir außerordentlich gut. Dann irgendwie muss man seine Wolfsfähigkeiten ja visualisieren. Seinen Weitblick. Und hier blickt er wirklich weit zurück in die Vergangenheit. Es ist für mich irgendwie eine Verbindung zwischen den Fähigkeiten der Figur Hurin aus den Büchern, der Gewalt riechen kann und deswegen auch wiedergeben kann, was passiert ist, verbunden mit dem Wolfstraum, und Perrin hat auch eine Verbindung zu den Träumen, hoffentlich im Verlauf dieser Serie, das mal als kleiner Spoiler vorweg. Deswegen finde ich das hier sehr gut gelöst. Und sie treffen eben auf eine überfallene Karawane der Tuatha'an. Massema hat einen schönen, deutenden Spruch für ihn. Mögen sie in der Hand des Schöpfers Schutz finden. Es kommt zu einer Beerdigungsszene der Leichen. Perrin ist natürlich verwundert, warum Schattenfreunde auch begraben werden. Da hat Lord Inkta eine schöne Dialogzeile mit: Stört dich er, der Gnadenakt, gegenüber den Toten. Und das fand ich sehr schön. Also wenn sich die Shi'Anara für jedes Unrecht rächen wollten, was ihnen widerfahren ist. Jetzt weiß ich nicht, ob Lord Inkta den Impact und Tiefe bekommen wird in den Büchern. Es sind sehr viele Figuren. Nicht jeder wird genug Raum bekommen. Für Buchkenner war das, glaube ich, ein sehr schöner Moment. Und Perrin tut auch davor schon einen Brief an Egwene und Nynaeve schreiben. Und genauso wie alle Figuren glaubt er, dass Rand tot ist. Und dieser Brief, vermutlich, dieser Brief wird später in der Folge vorgelesen werden. Und das war das schönste Moment der ganzen Folge, als Nynaeve den Brief dann vorliest. Und wir sehen Szenen, auch wir sehen Rand, dass er immer noch lebt. Und wir sehen dann auch Matt und erfahren, wo er sich befindet, in der Kerkerzelle in Tavallon. Wir sehen ihn zusammen mit Liandrin, die ihn psychisch eben ein bisschen triezt, und mega Zucker. Und dass Matt eben versucht, aus der Zelle auszubrechen. Gut, er versucht nicht, das Schloss zu knacken nach den ganzen Monaten. Vielleicht hat er es versucht, durch die Mauer durchzubrechen, indem er anfängt, die Mauer zu kratzen. Zu gut. Donald Finn als der neue Matt gefällt mir. Muss ich sagen, habe ich nichts dran auszusetzen. So viel zu Perrin. Jetzt möchte ich mich begeistert abermals zeigen mit dem Handlungsstrang auf der Weißen Burg. Ich hätte gerne eine Serie, wirklich eine komplette Staffel, die sich nur um die Weiße Burg, um die Aes Sedai gedreht hätte, damit wir mehr Einblick und Exposition und Erklärung des Magiesystems einfach bekommen. Damit wir lernen können, wie diese Physik dieser Magie in dieser Welt eigentlich funktioniert. Und das haben wir hier in Nuancen schon drin. Egwene streift durch die Gänge der Weißen Burg. Sie ist glücklich, hier zu sein. Sie lächelt. Sie lächelt das Kleid der Amerlin an. Mega Zucker, keine Spoiler. Und sie erwischt Alana mit ihren Behütern im Bett bei einem Dreier. Spielt eine große Rolle für diese Folge, für so eine kleine humoristische Einlage. Sie will hier sein, sie will ja eine Aes Sedai werden. Nynaeve will es scheinbar nicht, sie ist aber trotzdem hier. Und da haben wir eine Begegnung in der Küche
Nynaeve ist da ein bisschen pissig. Und da vorweg, ich habe ein bisschen Problem mit Nynaeves Motivation. Ich weiß nicht, warum Nynaeve hier ist in der Weißen Burg. Das scheint sie selber nicht zu wissen. Und das macht es mir ein bisschen schwierig, an ihr dran zu bleiben. Denn ja, ihr wird beim Behütertraining, sie trainiert mit Yvonne und Maxim, den Behütern von Alana, Schwertkampf. Und da wird sie gefragt, du musst dir über das eine wirklich bewusst werden. Habe eine Antwort auf die Frage, warum du hier bist. Und das will ich erfahren. Und das sehe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. In der Szene, kritischer Punkt in der Küche, jetzt um die Optik nochmal anzusprechen, es ist wieder alles glatt gepoliert. Nynaeve macht Abwasch und harte Arbeit quasi und hat keinen Flecken auf ihrer Schürze. Es ist alles wieder picobello sauber. Die Rauheit, die Schmutzigkeit fehlt mir, die wir aus Game of Thrones kennen. Aber wenn man das akzeptiert und sagt, das ist jetzt hier ein Theaterstück, dann geht's. Es geht. Ich habe es akzeptiert. Ich kann das genießen. Und dann kommt Alana in die Küche und macht eine Unterrichtsstunde mit Erdsträngen, mit Wassersträngen, um ein Filtergewebe. Gewebe für die reinen Serienzuschauer sind die Zauber dieser Welt. Und man muss lernen, wie man und welche Elemente man miteinander verwebt. Das fand ich mega gut. Und dieses Filtergewebe dient dazu, Spülwasser zu reinigen, um es zu trinken. Das ist die Aufgabe, die den Mädchen gestellt wird. Und hier erfahren wir, dass Nynaeve blockiert ist. Sie hat eine Blockade. Sie kann die wahre Quelle der einen Macht nicht berühren. Sie bemüht sich, schafft es aber nicht. Und deswegen ist sie gegenüber Alana so richtig trotzig und trinkt einfach das Spülwasser. Und das zeigt sie natürlich als eine trotzige Figur, als eine starke Figur, aber auch eine, die, und das merken wir, die nicht weiß, die vielleicht Angst davor hat, weil sie nicht weiß, was sie will. So empfinde ich das. Und wir lernen endlich die Herrin der Novizinnen, Sheriam, kennen. Ich finde sie noch ein bisschen steif und rege mich nicht darüber auf, dass manche Aes Sedai so richtig alt sind. Und hier kommt Lyandrin mit ins Spiel, denn sie hat ein Unterrichtsverbot bei den Novizinnen, weil eine Novizin verstorben ist. Und wie gesagt, Kate Fleetwood als Lyandrin Zucker. Sie erlangt immerhin die Erlaubnis, mit Nynaeve sprechen zu können. Und dieses Gespräch ist bombastisch. Ich fand die Szene mit Lyandrin dann in der Küche mit Nynaeve, die sich trotzdem bemüht, die Quelle zu berühren, eben sich darüber auslässt, dass Nynaeve hier mit den Behütern trainiert, aber sie kann eine Klinge aus Luft erschaffen, die den Schwertern, Stahlklingen überlegen ist, sie aber in den Nahkampf zwingt, dass ihr die Kraft raubt. Und sie will nicht fair kämpfen, sie will gewinnen. Und sie presst mit Luftsträngen Nynaeve an die Wand und tut sie provozieren. Und das fand ich sehr stark. Und Nynaeve gelingt es, die Quelle zu berühren. Und sie benutzt die gleichen Stränge gegenüber Lyandrin. Und sie sagt nur, da ist sie, da ist sie. Du hast das Gewebe nur einmal gesehen und konntest es sofort anwenden. Zucker. Nynaeve wird von Lyandrin abgeschirmt. Und damit lernen wir die Abschirmung von Neuen kennen. Wir haben sie bereits in der ersten Staffel an Loghain gesehen. Jetzt kriegen wir es eben nochmal gezeigt, um dieses Wissen aufzufrischen. Dass vor allem, und das ist verdammt wichtig, wenn man von der Quelle abgeschirmt ist, dann spürt man sie noch, kann sie aber nicht berühren. Und das ist etwas, was für den Handlungsstrang von Moraine von enormer Bedeutung ist. Ich möchte jetzt vorweg eine Sache anmerken. Ich lese ja die Bücher gerade erneut und mir ist eine Sache aufgefallen. Robert Jordan hat sich korrigiert. In der Anfangsbeschreibung einer Dämpfung hieß es auch, dass man die Quelle noch spüren kann als gedämpfte Person. Er hat es aber wieder revidiert, denn es muss einen physikalisch spürbaren Unterschied geben zwischen den beiden Arten des Gewebes bzw. was mit einem physikalisch passiert in der eigenen Wahrnehmung. Und Robert Jordan schreibt, Abschirmung spürt man die Quelle noch, bei einer Dampfung ist alles weg.
Es bleibt die Trauer und die Sehnsucht, so wie beim Todesfall eines geliebten Menschen. Er ist weg und man erinnert sich noch. Und er ist ja irgendwie noch da, aber in Wahrheit ist es fort. Und bei einer Abschirmung ist man sich quasi sicher, es ist noch da, man kann nur nicht vordringen. Es ist ja eben ein Schild, so als würde jemand hinter einer Glasscheibe eben stehen, den man nicht berühren kann. Und das ist der feine Unterschied. Der weitere Unterschied ist, bei einer Dämpfung ist alles weg, was mit einem macht, zu tun hat. Alles gelöscht, die Festplatte ist formatiert. Das heißt, die drei Eide funktionieren nicht mehr. Die gedämpften Aesedai in der Buchvorlage können lügen wie gedruckt. Der Behüterbund wird aufgelöst. Also deswegen, musste man mit dem Buch Wissen eben vielleicht verbinden. Ob sich die Serie dran hält, bleibt abzuwarten. Das nur so vorweg zum Lore-Wissen der Bücher, wie ich es verstanden habe. Nun, deswegen haben wir die Abschirmung von Liandrin bzw. von Nynaeve jetzt erlebt und Liandrin macht eine geile Line und man merkt die Motivation eben, was mir wichtig ist. Was will Liandrin? Ihre Motive sind noch im Schatten, aber sie will Nynaeve so mächtig werden sehen, dass nicht mal sie ihr diese Macht wegnehmen kann. Kein Mann, keine Frau. Und das war stark. Das treibt sie an, also Liandrin. Zucker, 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 Zucker. Ich habe es bereits erwähnt, dass eben dann Nynaeve zu Egwene geht, um den Brief von Perrin vorzulesen, der theatralischerweise am Anfang der Folge geschrieben wird, am Ende der Folge sein Ziel erreicht, wenn es der gleiche Brief ist. Und hat mir trotzdem außerordentlich gut gefallen. Und es ist wieder Beltane bzw. Beltine, das Lichterfest, was wir aus der ersten Folge von der ersten Staffel kennen. Es ist also insgesamt ein Jahr vergangen seit den Ereignissen, seit dem Aufbruch aus den zwei Flüssen. Und es war sehr schön. Sehr schön. Egwene hat es nicht vergessen. Nynaeve hat das irgendwie vergessen, weil sie Gott weiß, womit sie sich beschäftigt, das kann ich euch nicht sagen. Und da haben wir eben diese sehr emotionale Szene, wie ich finde, die mich zu Tränen gerührt hat. Hat mir sehr gut gefallen. Nun, das an dieser Stelle zu diesen Handlungssträngen. Und jetzt lasst uns eben zu Moraine kommen, auf die ihr euch sicherlich auch mega gefreut habt. Was ist denn da jetzt eigentlich Sache? Und sie verbringt ihre Zeit bei Verin und Adaleas in Tiefans Quell und recherchiert, scheinbar. Und jetzt wird es abermals schön Exposition betrieben, aber nicht für die Figuren, also auch für die Figuren, aber auch für uns Zuschauer. Und zwar ist Moraine schweigsam und zickig und sehr unsympathisch. Ich finde die Figurzeichnung von Moraine nicht gut. Ich komme nicht durch zu ihr. Ich weiß nicht, was sie antreibt. Ich weiß nicht, welche Probleme sie denn jetzt eigentlich hat. Sie sagt uns nämlich nichts. Und das sagt Lan auch zu Verin, als Beldomon zu Besuch kommt. Ja, der 20. Besucher für sie. Was wollen die alle von ihr oder sie von ihnen? Und dann sagt Lan zu Verin und Verin ist sehr nice gecastet, gefällt mir außerordentlich gut. Und sie sagt euch nicht mehr als mir. Und am Ende dieser Folge wird es wieder sein, was verschweigt ihr mir? Und dann habe ich wirklich gedacht, ja Moraine, was verschweigst du uns den Zuschauer, was verschweigst du uns? Und das finde ich kotzig nicht gut gelöst, weil ich kann dadurch mit der Hauptfigur dieser Serie nicht mitgehen. Ich kann nicht mitfiebern. Ich bin höchstens angepisst von ihrer Anpissigkeit, von ihrer Pissigkeit, wirklich. Gegenüber von Beldomon benimmt sie sich wie, schlimme Wörter kommen mir da in den Mund. Sie zieht ihn über den Tisch, weil sie meint, dass das Feilschen, das Spiel des Handelns von den Aes Sedai erfunden worden ist, was nicht buchadäquat ist. Denn die Aes Sedai in den Büchern geben vor, das große Spiel Dais Damar, das Spiel der Häuser, das Intrigenspiel der Adligen erfunden zu haben. Und nicht den Handel, nicht das Falschen. Fand ich ein bisschen störend, aber vor allem fand ich das wirklich kotzig, dass sie Beldomon über den Tisch zieht, der in der Darstellung auch
empfinde ich als gelungen. Und ich finde es ja sogar gut, dass er nicht Dialekt spricht wie in den Büchern, sonst es werden vielleicht wie einige Ohren schwer hören zu sein. Also das ist ja eine Mischung aus Yoda-Sprache und er benutzt eigentlich nur die Grundform der Verben, weswegen es immer so abgehackt klingt. Liest sich lustig. In der Serie hätte es vermutlich dumm gewirkt. Deswegen alles schön und gut. Ich finde es gut, dass es nicht übernommen worden ist. An dieser Stelle so ein bisschen auch angedeutet in jeglichen Sprachen zu der Synchronisation. Finde ich sehr gut gelöst. Und Bail Dommern hat eine Abschrift eines Gedichtes, das mit Blut geschrieben worden ist, auf einer Monduhr, scheinbar aus Quendilar, aus Herzstein, die im Frühjahr in Kairin zersprungen ist. Und da ist der Buchleser klar im Vorteil, was da dahinter stecken mag, vor allem bezogen auf das mit Blut geschrieben. Wir bekommen diese Abschrift nicht vorgelesen. Wir wissen nicht, was drin steht. Und das ist eben so ein kleines Geheimnis, so ein Hook vielleicht, so ein MacGuffin, das uns jetzt mitnehmen soll, was dahinter steht. Was mich aber gestört hat, ist, was macht Moraine denn überhaupt dort in Tiffans Quell? Sie liest, aber wir wissen nicht, was sie liest. Wir haben eine braune Schwester, Viverin, die ein enormes geschichtliches Wissen hat. Und sie kann uns nicht als Expositionsbombe dienen, indem sie einfach ein Gespräch hat mit Moraine über Prophezeiungen. Und wir wissen, wie wichtig Prophezeiungen sind. Nicht nur in den Büchern, ich finde auch in Serien und Filmen, weil wir dann als Zuschauer mitfiebern können, ob sich die Prophezeiung erfüllt und wie. Und wir sehen vielleicht die kleinen Meilensteine. Und das sind so wie kleine Belohnungen auf der Reise des Zuschauers. Deswegen finde ich das fahrlässig schon in der ersten Staffel gewesen, uns keine Prophezeiung an die Hand gegeben zu haben, mit der wir mitfiebern können. Hier ist abermals verschenktes Potenzial. Und jetzt passiert etwas zwischen Lan und Moraine, was in den Büchern in einer Stelle ebenfalls passiert, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht aus diesen Gründen. Lan hat die Nase voll und ist zickig gegenüber von Moraine, weil sie zickig ist, weil sie nichts sagt, weil sie blockt, weil sie einfach unverschämt ist. Und dann explodiert kurz Lan und sagt, naja, wenn ihr mir nichts sagt, ihr könnt euch das Essen, das Abendessen selber kochen und essen, wo ihr wollt. Und dann geht er weg. In der nächsten Szene tut er aber den Tisch decken, auch wie sie. Und zu Verin sagt er, naja, heute kommt sie, heute kommt sie. Und da haben wir wieder dieses theatralische Szenenbild bezogen auf, emotional war er jetzt so drauf, jetzt hat er sich scheinbar beruhigt oder es ist ein Tag später oder zwei Tage später, weil er sagt, heute kommt sie, also kommt sie öfter nicht runter, weil sie öfter Streit haben. Gefällt mir nicht, weil jetzt kuscht Lan wieder und sagt, naja, ich gehe wieder auf sie zu. Und Moraine entschuldigt sich ja nicht mal dann und es missfällt mir. Die Szene am Tisch mit den Behüter von Verin, Thomas, hat mir sehr gut gefallen. Verin und Adaleas Ausführung, wie sich eine Frau fühlt, die von der wahren Quelle abgeschnitten worden ist. Keiner nimmt das Wort Dämpfung in den Mund in der Form. Auch im Englischen heißt es nur cut off und keiner sagt stilled. Deswegen finde ich das, vielleicht soll uns hier noch alles im Nebulösen gelassen werden. Ich weiß es nicht genau. Dialoge, Gespräche haben mir gefallen. Der kleine Witz, dass Lan das erste Mal gehört hat, er soll schweigen. Er ist ja so ein schweigsamer Typ. Fand ich sehr nice als Easter Egg für Buchkenner. Und dann geht er eben und will ihr das Essen bringen. Aber Moraine ist verschwunden, ist davongeritten. Wohin? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wird Moraine von Myrdrals gestellt, den schwarzen Wesen, den Blassen, die schon angedeutet worden sind, weil Bail Dommern von ihnen beschattet worden ist. So haben wir das rauslesen können aus dem Gespräch der beiden. Sie drückt ihn dann auch noch 10 Mark
in die Hand, Goldmark, er soll so schnell wie möglich wegsegeln, Osten oder Westen, Hauptsache weg und keinen Halt machen. Deswegen wissen wir, okay, es gibt eine kleine Bedrohungssituation und das waren die Mördrals, die jetzt Moraine an die Wäsche wollen. Und das fand ich sehr schön visuell gelöst. Endlich bekommen wir die Fähigkeiten der Mördrals, wie sie vom Schatten zu Schatten springen können. Moraine kann einen Mördral mit einem Dolch töten, bekommt aber von anderen mit Mördralklingen Schnittwunden zugefügt. Und der Buchleser in mir dachte sich, oh, aber Serie ist Serie. Von hinten kommt dann Lan angesprungen, hat sehr wahrscheinlich die Blassen gespürt oder auch nicht. Ich weiß es jetzt erstmal nicht. Und wir haben einen Schwertkampf im Dunkeln, der ganz nett ist, aber man sieht nicht so richtig viel. Und auch Lan hat gegen 2-3 Mördrals nicht wirklich eine Chance, bekommt ebenfalls Schnittwunden zugefügt. Der Kampf scheint verloren und dann erscheint Thomas von hinten mit einer Feuerklinge, denn wir haben Verin und Adaleas oben auf der Klippe, die eben Feuerstränge weben bzw. ein Feuergewebe entsteht. Hat mir sehr gut gefallen. Und was wir da schon sehen, ist eine Andeutung. Moraine liegt am Boden und sieht scheinbar die Machtstränge neben sich. So habe ich es wahrgenommen. Und deswegen habe ich gedacht, ist das jetzt wieder dieser kleine Fingerzeig? Sie ist nicht gedämpft? Ich weiß es nicht. Aber der Handlungsstrang von Moraine und ihr Verhalten geht mir nicht rein. Sehe ich kritisch. Natürlich muss man der Figur irgendeine Aufgabe geben. Ja, dann bitte gib ihr eine Aufgabe, lass sie was machen und lass es uns spüren, was sie denn eigentlich will, was sie eigentlich antreibt. Sie hätte jetzt in dieser Staffel, vielleicht wird sie es noch, die Mentorenfunktion weiter betreiben können. Sie hätte jetzt wunderbar mit Verin uns in diese Welt einführen können. Nein, sie machen ein Geheimnis draus, womit sich Moraine beschäftigt. Fand ich nicht gut, hat mir missfallen. Trotzdem war die erste Folge für mich, wie gesagt, sehr gut. Eine 8 von 10. So sehe ich es, so empfinde ich es. Und schreibt mir jetzt bitte gerne in die Kommentare, wie ihr die einzelnen Aspekte vielleicht betrachtet. Ob euch die zweite Staffel bisher, vor allem die erste Folge, was euch gefallen hat. Versucht mit Spoilern sagt er umzugehen, schreibt Spoiler drunter. Aber auf jeden Fall freue ich mich gleich mit euch Folge 2 zu besprechen. Und das dürfte vielleicht das längste Video auf diesem Kanal werden. Aus Gründen, für die, die es bereits gesehen haben, wissen auch warum. In diesem Sinne möge das Licht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Peter. Tschüss.